Hier geht's weiter mit dem Thema intelligente Mobilität. Das ist ein in sich nicht ganz logischer Begriff, weil Mobilität an sich ja weder schlau noch doof ist. Aber es geht ja im Grunde auch um die Organisation und das Management von Mobilität. Und das kann schon intelligent sein, was man da anstellt. Und genau darum geht es hier, nämlich um die Verknüpfung von Verkehr mit dem Internet, um sogenanntes automatisiertes Fahren, beispielsweise ein Autoverkehr ohne Fahrer, Lenkung und Steuerung über vernetzte Computer und Satelliten. Und das Ziel ist weniger Verkehrstote und Verletzte, weniger Staus und Verspätungen und natürlich auch weniger Belastungen für das Klima. Den Gesetzentwurf der Koalition stellt jetzt die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Verkehr, Dorothee Bär, vor. Nicht nur den neuen Namen, sondern auch die neue Aufgabe bekommen hat, auf der einen Seite für Verkehrspolitik zuständig zu sein, auf der anderen Seite für digitale Infrastruktur, für die Digitalisierung insgesamt. Da gab es immer noch den einen oder anderen, der der Meinung war, dass Digitalisierung und Infrastruktur weder zusammengehören noch zusammenpassen. Und ich denke, dass das Ganze sehr schnell Lügen gestraft wurde, dass man festgestellt hat, wenn irgendwo die Digitalisierung notwendig ist, wo sie auch perfekt zu vernetzen ist, dann ist es eben in der Infrastruktur. Und wenn man auch merkt, wie sich eben Lebensentwürfe ändern, wenn man merkt, wie sich auch unser eigenes Leben, das Berufsleben, das Privatleben durch die Digitalisierung ändert und nicht nur ändert, sondern meines Erachtens auch sehr stark zum Vorteil wandelt, dann ist es eben durch die Digitalisierung. Menschen in Deutschland ganz besonders, selbstverständlich überall auf der Welt, aber gerade in unserem Land, wo die Mobilität so wichtig ist, verlangen heute mehr denn je nach einer ungehinderten Mobilität und vor allem auch in einer extremen Schnelligkeit. Wir haben gleichzeitig eine immer dichter, verflochtenere Weltwirtschaft. Wir brauchen verlässliche, planbare und reibungslos fließende Güterströme. Wir sind darauf angewiesen, nicht nur für unsere Wirtschaft, sondern wir haben hier einen Titel. Also wenn man jetzt eine Frage stellen würde, wahrscheinlich weltweit, wüsste jeder, dass wir Fußballweltmeister sind. Was die wenigsten wissen, ist, dass wir auch Logistikweltmeister sind. Und Logistikweltmeister sind wir auch deswegen, weil eben auch unsere Warenströme so gut funktionieren. Und wir wollen uns aber auf diesem Status quo nicht ausruhen, sondern wir wollen eben das Ganze auch weiterführen, weil es auch immer wesentlich schwerer ist, so einen Weltmeistertitel zu verteidigen, als den einmal zu erringen. Deswegen werden wir in den kommenden Jahren so viel Geld wie noch nie in die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur investieren. Wir haben dazu einen 5-Punkte-Investitionshochlauf gestartet. Ich werde ihn jetzt nicht noch mal im Detail erklären. Ich denke, das hat der Minister schon so oft getan, dass es jeder nachbeten kann, auch Sie, Frau Wilms. Und deswegen wird auch durch diese fortschreitende Digitalisierung das Antlitz des Verkehrs in den kommenden Jahren sehr deutlich verändert sein. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich denke, bei der Technik sind wir uns relativ einig. Da gibt es sicherlich auch noch die ein oder andere Nuance, wo man feststellen kann, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube anders drehen möchte. Was mir schon ein bisschen Sorge noch bereitet, ist nicht das Geld. Geld ist jetzt auch in unserem Haushalt da. Da beschwert sich im Moment zumindest niemand. Es ist auch nicht, dass die Technik nicht funktioniert. Auch da haben wir herausragende Firmen. Wir haben hier Weltmarktführer. Wenn man sich nur mal den ganzen Bereich der Zulieferindustrie anschaut, also ganz herausragend. Was mir schon ein bisschen Sorgen noch macht, ist, wie wir es schaffen, so diese Begeisterung, diese Leidenschaft für die Digitalisierung und gerade auch im Verkehrsbereich auch noch in die Bevölkerung reinzutragen. Damit meine ich, wenn man sich jetzt zum Beispiel Umfragen anschaut, Umfragen dahingehend beim ganzen Thema automatisiertes Fahren, autonomes Fahren, ob man es nutzen möchte, ob man begeistert davon ist, stellt man fest, dass eigentlich weltweit die Umfragen wesentlich euphorischer ausfallen, als das im eigenen Land ist. Übrigens spannenderweise sind die Frauen in Deutschland begeisterter als die Männer. Das ist auch eine positive Nachricht. Und was sagten hier, oje, oje? Ich hoffe nicht von hinten. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum Sie zu mir umgucken. Nee, ja. Sie können es auch nicht gewesen sein, weil Sie haben mir eh nicht zugehört, weil Sie geschwätzt haben. Das habe ich ja mitbekommen. Und deswegen die Begeisterung vielleicht auch beim Präsidium wecken, weil ich auch einfach der Überzeugung bin, nicht nur für die Gesellschaft, auch für die Wirtschaft haben wir da wahnsinnig enorme Chancen, die wir auch nutzen können. Wir haben für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland auf Basis starker Netze ein Hochtechnologieland. Wir sind Export, wir sind Transitnation, stehen hier auch an der Spitze in Europa.
Und dadurch, wenn man sich anschaut, wie eben die Digitalisierung gerade im Verkehrssektor dafür sorgt, dass wir auf der einen Seite Wirtschaftswachstum haben, auch dadurch Beschäftigung. Wir werden sicherer werden, wir werden umweltschonender sein und wir werden inklusiver sein. Und das sind doch alles positive Nachrichten. Deswegen müssen wir da auch etwas dieser Skepsis noch abbauen. Alleine der Sicherheitsgedanke, alleine wenn man sich den Verkehrssicherheitsbereich anschaut, weil ja dann auch immer gesagt wird, ja, wie macht ihr das eigentlich mit diesem ganzen automatisierten, autonomen Fahren? In Deutschland spricht man ja dann immer sehr schnell davon, was ist dann, wenn sich das Auto entscheiden muss, ob es eben in den Kinderwagen reinfährt, in der Abwägung. In Amerika spricht man im Silicon Valley immer davon, was ist, wenn das Auto in drei Nonnen reinfährt. Ich weiß nicht, ob das an Mentalitätsunterschieden liegt. Zumindest werden immer irgendwelche Schreckensszenarien. Wie entscheidet sich das Auto? Wenn man sich aber mal die Zahlen anschaut und feststellt, dass eben 95% aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, muss man ganz einfach konstatieren, dass vielleicht auch der Risikofaktor Mensch im Moment noch höher zu bewerten ist als der Risikofaktor Maschine an der Stelle. Und deswegen auch vor diesem Hintergrund, dass auch Digitalisierung für eine größere Sicherheit sorgt, wesentlich umweltschonender ist und inklusiver ist, begrüßen wir auch ganz ausdrücklich diesen Antrag der Koalitionsfraktionen. Was kann noch getan werden durch die Digitalisierung, was bislang nicht möglich war? Ich sage mal alleine, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Ich nenne unser Ministerium ja auch sehr gern das Lebenserleichterungsministerium, weil wir, ja, also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Wir wollen eben die Chancen, wir wollen Möglichkeiten eröffnen und beispielsweise durch die Förderung einer möglichst nahtlosen Reisekette von Fahrgastinformationen, von Ticketing, von Tür zu Tür, durch die Förderung von Transportketten im Güterverkehr. Und da komme ich jetzt auch gerade als Koordinatorin für Güterverkehr und Logistik dazu. Gerade da brauchen wir natürlich für den Güterverkehr, für die Logistik, für die Zukunft des Landes als erfolgreiche Volkswirtschaft auch noch wesentlich stärker diese neuen Möglichkeiten. Wir haben zukünftig zum Beispiel immer mehr Wetterinformationen, immer mehr Verkehrsinformationen. Wir haben ja mit dem Deutschen Wetterdienst wirklich eine ganz herausragende nachgeordnete Behörde, die uns so wichtige Informationen täglich liefert. Wir haben automatisierte Systeme, die dazu beitragen, dass eben Gütertransporte und logistische Abläufe effizienter sind, wesentlich umweltfreundlicher gestaltet werden können. Und ich habe schon den ganzen Bereich automatisiertes und vernetztes Fahren angesprochen. Die Bundesregierung hat ja letzten September die Strategie für automatisiertes und vernetztes Fahren Leitanbieter bleiben, Leitmarkt werden, Regelbetrieb einleiten, beschlossen. Wir wollen dadurch auch die Verkehrseffizienz steigern. Es wird in Zukunft auch nicht möglich sein und auch nicht nötig sein, tatsächlich beispielsweise jede sechsstreifige Autobahn auf acht Streifen auszubauen, sondern es ist jetzt schon so, dass wir auch teilweise eine Seitenstreifen mit Nutzung haben in Situationen, wo besonders viel Verkehr ist, die selbstverständlich sofort wieder runtergeschalten werden kann, wenn beispielsweise ein Unfall passiert ist. Wir können auch dadurch die Verkehrssicherheit erhöhen und wir stärken auch den Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Deswegen hat unser Haus auch das digitale Testfeld auf der A9 eingerichtet. Das ist ein weltweites Erfolgsmodell jetzt schon, weil wir so viele Anfragen nicht nur national haben, sondern auch international, wo eben on the German Autobahn, ja, die deutsche Autobahn ist nun mal ein absolutes Qualitätsmerkmal weltweit getestet werden möchte. Wir machen die K2K, also die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation. Wir testen die Rastanlagen der Zukunft, machen Falschfahrerwarnungen, Baustellenoptimierungen, die hier alle erprobt und bewertet werden, sodass aus diesem digitalen Testfeld hoffentlich möglichst bald auch ein Regelbetrieb für ganz Deutschland entstehen kann. Wir haben ein weiteres Schatzkästchen. Wir sind ja nicht nur das Lebenserleichterung, sondern auch das Datenministerium. Und wir haben den sogenannten Mobilitätsdatenmarktplatz, der MDM, der wurde vom Bundesministerium errichtet, um die verschiedenen verfügbaren Online-Verkehrsdaten weiter zu bündeln. Also erstmalig auch ein zentrales Online-Portal mit den gesammelten Informationen über online verfügbare Verkehrsdaten. Auch da können noch mal neue Potenziale erschlossen werden. Eine bessere Nutzung der Datenbasis, weil für mich auch das Entscheidende ist, nicht nur immer
so ein Schreckensszenario an die Wand zu malen, immer zu sagen, dass Big Data ein wahnsinnig böser Begriff ist. Wenn so ist, nennen wir Smart Data, wo es gar nicht darum geht, möglichst viele Daten zu sammeln, sondern die Daten, die vorhanden sind, auch ganz intelligent und besser miteinander zu vernetzen. Und ein letzter Punkt. Ich glaube, dass die Digitalisierung gerade im Verkehr, auch wenn wir zurzeit immer sehr stark auch auf Großstädte schauen, eine ganz, ganz große Chance auch für den ländlichen Raum ist, dass man wirklich diese Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die uns wichtig ist, auch im ländlichen Raum wesentlich besser nutzen kann. Also auch eine wichtige Grundlage für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, eine gute Voraussetzung für die Gleichwertigkeit in Stadt und Land. Und deswegen stellen wir auch mit dem Modernitätsfonds die strategischen Weichen für eine gewinnbringende Nutzung von Smart Data in Deutschland. Und wir werden auch im Herbst mit unserem zweiten Hackathon, mit unserem BeamVI Data Run, wo die Daten nochmal, die schon erhoben wurden, öffentlich zur Verfügung gestellt werden, um da auch wieder neue Apps oder neue Anwendungen entwickeln zu können. Also Sie sehen, wir tun sehr viel. Ich bin sehr dankbar, dass die beiden Fraktionen das Ganze auch mit dem Antrag unterstützen. Und ich freue mich weiterhin auf eine gute, gewinnbringende Zusammenarbeit. Dorothee Bär, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und hat hier vorgestellt den Gesetzentwurf der Koalition zur intelligenten Mobilität. 2020, sagt Ihr Minister Dobrindt, soll es technisch möglich sein, dass Autos auf Autobahnen ohne Fahrer unterwegs sein können. Trotzdem seien richtig fahrerlose Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen erst weit nach 2020 zu erwarten, falls Sie sich also Sorgen gemacht haben sollten in dieser Hinsicht. Die Gegenrede zum Gesetzentwurf jetzt von Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Man muss die Idee in die Bevölkerung hineintragen. Das heißt, von da kommt sie nicht. Ich kenne keine einzige Bürgerinitiative, keinen Seniorenclub, kein Rathaus, wo die Leute sagen, hey, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Digitalisierung im Verkehr. Nein, weit gefehlt. Diese Idee kommt von Bitkom und Verkehrsforum, von den einschlägigen Wirtschaftsunternehmen, die sich neue Profitmöglichkeiten mit einem solchen Geschäftsfeld versprechen. Und da kommt übrigens auch die Überschrift her. Frau Bär, da brauchen Sie überhaupt nicht irgendjemanden zu loben. Sie haben es einfach abgeschrieben hier von dem Aktionsplan intelligente Mobilität, den die großen Konzerne, Telekom und so weiter, Ihnen praktisch in die Feder diktiert haben. Das kann man natürlich machen. Ich finde aber, es ist falsch. Denn intelligent sind diese Systeme nur für die Kassen der Konzerne, nicht für die Allgemeinheit. Denn Sie wissen ganz genau, dass 80% der Bevölkerung es als einen Zuwachs von Lebensqualität bezeichnet, wenn es weniger Autos und Verkehr in ihrer Umgebung gibt. Es gibt einen Beschluss des Europäischen Parlaments, der übrigens auch mit Beteiligung Ihrer Fraktionskollegen zustande gekommen ist im Vorfeld der Klimakonferenz von Paris, wo eindeutig gesagt wird, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir Verkehr reduzieren. Weniger motorisierter Verkehr, das ist intelligent, modern, zukunftsfähig. Was Sie hier vorlegen, ist ein Plan für mehr Verkehr auf der Straße. Sie machen das ja auch ganz konkret und deutlich. Wenn man diese intelligenten Informationssysteme nützt, können die LKWs in noch dichterer Reihenfolge fahren. Wir können noch mehr Autos in den Städten parken lassen, die dann irgendwie durch automatisierte Systeme an die richtige Stelle geleitet werden. Ich bitte Sie, was ist das denn für eine Zukunftsvision? Für mich ist es echt der Horror. Wir haben auch eine Zukunftsvision, die sieht aber anders aus. Die sieht nämlich so aus, dass man die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik stellen muss. Und da muss man mal zur Kenntnis nehmen, erstens, 3/4 der Menschen in Deutschland leben in großen und ganz großen Städten. Von denen fahren immer mehr mit dem Fahrrad. Sie verhalten sich sozusagen automatisch intelligent und vernünftig, denn es gibt kein effektiveres Verkehrsmittel in der Stadt, während die Autos zu über 95% stehen und eigentlich als Stehzeuge, nicht als Fahrzeuge bezeichnet werden müssen. Es ist überhaupt nicht effizient. Für diese Gruppe der intelligenten Verkehrsteilnehmer haben Sie kein einziges Wort in Ihrem intelligenten Mobilitätskonzept. Fahrräder kommen überhaupt nicht vor. Fußgänger kommen überhaupt nicht vor. Was ist das denn für eine rückwärtsgerichtete
fossile Denkart. Wir brauchen Parkraumkonzepte für diejenigen, die ihre Kinder und ihre Einkäufe mit dem Fahrrad transportieren. Wo sollen denn die in Zukunft mit ihren Fahrzeugen bleiben? Darüber haben Sie überhaupt kein Wort verloren. Sie fabulieren vom Fahrerlosen, von der fahrerlosen Straßenbahn, von der Vollautomatisierung des öffentlichen Verkehrs. Ich will Ihnen mal was sagen. Die Sicherheit und der Service des öffentlichen Nahverkehrs hängt nicht davon ab, dass noch mehr Kameras und Sensoren und sonst wie eingebaut werden, sondern davon, dass qualifiziertes Personal eingestellt wird, das zur Verfügung steht, dass man fragen kann, dass es vernünftige Angebote gibt, die bezahlbar sind. Das ist intelligente Mobilität der Zukunft. Wir müssen die sozialen Strukturen ändern. Wir müssen sozial-ökologischen Umbau machen und nicht mit Technologien, wie sie VW und andere Autokonzerne einsetzen, um noch mehr Abgase in die Luft zu blasen, versuchen, irgendwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Vielen Dank. Mehr Pkw, mehr Lkw, das befürchtet die Linke durch die Vernetzung von Fahrzeugen mit Internet und Satelliten. Eine Horrorvision sei das, sagt Sabine Leidig. Und außerdem diene es nur der Industrie für noch mehr Gewinne. Stattdessen sei ein sozial-ökologischer Umbau auch im Bereich Verkehr nötig. Der nächste Redner ist Arno Klare, kommt aus der SPD und ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Herr Rimkus wird das also dann schon wunderbarerweise kennen. Dann fährt man in aller Regel, wenn der Verkehr normal fließt, 5 Minuten. Aber zu Peakzeiten, dann, wenn es richtig dicker Verkehr ist, fährt man da auch 18 Minuten. Das ist die höchste dort gemessene Zeit, 18 Minuten. Das Ganze gibt es dann auch noch global ausgeweitet. Es gibt einen großen Hersteller von Navigationssoftware, der macht das jedes Jahr mit einem sogenannten Pendlerindex. Und der berechnet, wie groß ist der prozentuale Unterschied zwischen der normalen Fließgeschwindigkeit des Verkehrs für eine Strecke und dann eben, wenn ganz, ganz viele Autos unterwegs sind. Und da ist Topscorer von allen Städten in der Welt, ist Istanbul mit 58% Differenz, gefolgt von Mexico City mit 55%, Düsseldorf leider dorfartig nur 21%, wobei ich manchmal den Eindruck habe, es sei dort anders. Wenn man das jetzt mal in Deutschland betrachtet, wir haben im Jahre 2014 474.000 Stauereignisse gehabt. 474.000. Die Menschen, die dort im Stau standen, standen 285.000 Stunden im Stau. Das sind über 30 Jahre. Ja, das muss man mal teilen, das muss man sich klar machen. So, und dabei, ja, warten Sie mal ab, Frau Leidig. Ihre Zwischenrufe sind ätzend, ehrlich gesagt. So, 1,2 Milliarden Liter Sprit wurden in diesen Stauereignissen vergeudet. Und wenn ich jetzt mal rechne, dass 1,2 Milliarden Liter Sprit zu jeweils ein Liter Sprit zu 2,5 Kilogramm CO2 führt, dann sind das 3 Millionen Tonnen CO2 und damit ein Drittel der Jahresmenge, die wir im Verkehrssektor bei 10 Millionen einsparen müssen bis 2020. Ein Drittel davon. Und wenn man dann dafür Sorge tragen kann, dass intelligente Steuerung von Verkehr auch nur ein Teil, sagen wir mal die Hälfte davon, entflechtet, und zwar nicht nur dadurch, dass Autos woanders fahren, nein, indem auch diese intelligenten Mobilitätssteuerungssysteme dazu führen, dass eben umgestiegen wird auf andere Verkehrsmittel in Rush-Hour-Zeiten, dann allerdings macht das durchaus Sinn und dann ist das nicht nur intelligente Mobilitätssteuerung, sondern ein überaus intelligenter Antrag. Der als Autopapst beschriebene Herr Dudenhöfer, um nur ein Beispiel zu nennen, hat vor Jahren mal vor der Grugerhalle in Essen Autos immer im Kreis fahren lassen. Und die fuhren mit einem relativ geringen Abstand, geringe Geschwindigkeit. Und dann war es so, dass irgendwann einmal die Situation eintrat, dass einer eben nicht mehr so aufpasste und eben dem anderen zu dicht hinten auffuhr. Dann trat er auf die Bremse. Was passierte? Der vierte stand. Und dann stand der ganze Kreis. Was der damit beweisen wollte, war, wenn man diese Fahrzeuge elektronisch mit Car-to-Car-Kommunikation verkoppeln würde und die würden automatisch den gleichen Abstand halten, würden die meisten Staus auf diesen deutschen Autobahnen gar nicht erst entstehen. Herr Kollege, und das ist auch Teil dieser intelligenten Mobilität. Klar, darf die Kollegin Leidig eine... Nein, möchte ich im Moment nicht, danke. Nein. Das Ganze geht im Bereich des
im Bereich des Transportwesens, der Logistik ebenfalls. Wenn wir von Logistik 4.0 reden, wenn wir davon reden, dass Güter zu cyberphysischen Systemen werden, die sich selbst ihren TAG-optimierten Weg suchen, dann geht das nur mit intelligenter Verkehrssteuerung, und zwar mit einem enormen Einsparpotenzial an THG, wohlgemerkt, mit einem enormen Einsparpotenzial. Und wenn wir die Umweltziele, die wir uns selber gesetzt haben, die jetzt kodifiziert worden sind, in dem Vertrag von Paris erreichen wollen, dann wird das mit diesen intelligenten Steuerungsmodellen gelingen, einen Teil davon hinzubekommen. Und wenn wir dann sozusagen in die schöne Analogwelt wieder zurück wollen, wo wir ein Vierganggetriebe selber schalten und meinen, wir seien dann besser als das elektronisch gesteuerte Getriebe, dann ist das wirklich ein Rückschritt und kein Fortschritt. Noch ein Hinweis, damit der ganz große Rahmen deutlich wird. Im Ende Oktober 2012 war Sandy in New York. Sandy ist ein Hurricane. Und er hat dort große Zerstörungen angerichtet. Ein Hurricane gehört nicht nach New York. Warum war der überhaupt da? Der war da, weil der Jetstream, also dieser Nordpolarstrom, der von West nach Ost weht, normalerweise die Hurricanes auf den Atlantik treibt und dort verlieren über dem kalten Wasser ihre Kraft. Und der Jetstream ist, wie wir alle wissen, ökologisch bedingt, menschengemacht, volatil geworden. Und deshalb war Sandy in New York. Und wenn wir dazu beitragen wollen, dass so etwas nicht mehr passiert, dann müssen wir solche Modelle, wie hier vorgestellt, eben in die Tat umsetzen. Und insofern steht dieser Antrag in einem ganz, ganz großen klimapolitischen globalen Zusammenhang. Und den müssen wir begreifen und sehen. Und das Begreifen vermisse ich bei Ihnen, Frau Leyen. Arno Klare für die SPD-Fraktion sagt, weniger Staus und Verspätungen heißt auch weniger Spritverbrauch, mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens durch intelligente Mobilitätssteuerungssysteme. Manche sagen allerdings auch, das lässt sich auch mit Bus- und Bahnfahren erreichen, jedenfalls zum Teil. Der nächste Redner hier in dieser Debatte ist Stefan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Es ist richtig, dass wir über die Chancen der Digitalisierung im Verkehr reden. Allerdings ist doch der Zeitpunkt mehr als verdächtig. Wir hätten erwartet, dass nach mehr als 4 Monaten Betrugsskandal von VW diese Koalition endlich der Öffentlichkeit Vorschläge präsentiert, wie künftig Dieselfahrzeuge nicht nur im Labor, sondern tatsächlich auf der Straße sauber sind, wie wirksame Prüfungen und Kontrollen stattfinden und wie die Stickoxidbelastung in Städten endlich sinkt. Nichts haben sie geliefert, anstattdessen beschäftigen wir uns hier mit dieser Debatte. Wir hätten erwartet, dass Sie 6 Wochen nach Paris, nach der Klimakonferenz, Vorschläge für eine Strategie Klimaschutz im Verkehr mit zuverlässigen und verbindlichen CO2-Reduktionszielen und konkreten Maßnahmen vorlegen. Nichts. Sie lenken schlicht und ergreifend von Ihren Versäumnissen ab. Im Antrag steht, die Digitalisierung soll Deutschland zum Leitmarkt und Leitanbieter für die Zukunft der individuellen Mobilität machen. Sie kriegen nicht mal hin, Deutschland zum Leitmarkt und zum Leitanbieter der Elektromobilität zu machen, meine Damen und Herren. Sie streiten sich wie die Kesselflicker über die Kaufprämie, über die Förderung von Elektroautos. Sie beschreiben in dem Antrag die Potenziale der Automatisierung und Vernetzung fürs Carsharing. Sie kriegen aber noch nicht mal ein Carsharing-Gesetz hin, mit dem endlich sicher geregelt werden soll, wie Stellplätze im öffentlichen Raum angeordnet werden können. Alles das legen Sie nicht hin. Auch wir sehen die Potenziale, dass Infrastruktur durch Digitalisierung besser genutzt werden kann, also Verkehrstelematik, anstatt mehr Beton zu bauen in die Landschaft. Standspurfreigabe, Streckenbeeinflussungsanlagen können 25% die Kapazität erhöhen und für 30% weniger Unfälle sorgen auf Autobahnen. Nur wie viel haben wir davon? Wir haben gerade mal 180 Kilometer von 13.000 Kilometern im Autobahnnetz ausgerüstet. Und Sie wollen jetzt 50 Millionen jährlich investieren da. Das ist doch nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein, meine Damen und Herren. Im öffentlichen Verkehr sehen Sie die Potenziale im vollautomatischen Betrieb von U-Bahnen als Perspektive. Nennen wir das Beispiel Nürnberg. Verschweigen aber den Kostenaufwand für diese digitale Infrastruktur. Wir haben 4 Milliarden Sanierungsstau bei der analogen Infrastruktur im ÖPNV.
Wir haben ein GVfG-Bundesprogramm, das deutlich überzeichnet ist, deren Fortführung über 2019 nicht gesichert ist. Sie haben zwar im Rahmen der Haushaltsberatung einen Entschließungsantrag eingebracht, dass Sie das fortführen wollen. Heißt aber noch lange nicht, dass Ihnen Ihr Ministerium jemand da einen Stift in die Hand nimmt und ein entsprechendes Gesetz vorlegt. Wenn Sie in dem Bereich was machen würden wollen, dann müssten Sie zusätzliche Gelder für die digitale Infrastruktur im ÖPNV bereitstellen. Das tun Sie nicht. Fehlstelle. Wir sehen in der Tat für den öffentlichen Verkehr Chancen durch die Digitalisierung. Die Zugangsbarrieren können abgebaut werden. Tarifdschungel entfällt, wenn ein bundesweit eingeführtes E-Ticket wirkt. Einsteigen und losfahren, so wie beim Auto, wäre dann möglich. Die Verkehrsunternehmen könnten zu Mobilitätsdienstleistern werden. Es geht also nicht nur um den Weg von A nach B, sondern es geht um die ganze Reisekette. Ich glaube auch, dass die Verkehrsträger künftig gar nicht mehr so sehr konkurrieren, sondern eher kooperieren in Zukunft, gerade im ländlichen Raum. Wenn es um aktive Bedienformen geht, kann natürlich das Thema Digitalisierung helfen. Es gibt da ja ein schönes Pilotprojekt Mobilfalt im Nordhessischen Verkehrsverbund, wo man in den ÖPNV eben das Privatauto versucht einzubinden, um ein besseres Angebot für die Bürger zu schaffen. Alles das wird möglich sein. Wir sehen auch beim Auto einen Mehrwert durch Automatisierung in Verbindung mit Vernetzung der Fahrzeuge und der Infrastruktur. Gerade im Bereich der Verkehrssicherheit sind dort Potenziale. Nehmen Sie den Baustellenassistent, der Sie sicher durch die Baustelle führt, oder Fahrzeuge, die sich untereinander warnen, weil eine Gefahrenstelle auf der Straße droht. Aber alles das ist kurzfristig nicht erschließbar, weil die Marktdurchdringung Jahre dauern wird. Wer also wirklich bis 2020 die Verkehrstoten um 40% reduzieren will, der muss andere Maßnahmen durchsetzen. Warten auf die Digitalisierung reicht da nicht. Die Automatisierung wird in Stufen stattfinden. Im Güterverkehr wird sie vermutlich schneller kommen als im Personenverkehr. Aber es sind noch viele Probleme offen, bis hin zum automatischen Fahren. Und das haben Sie, Frau Beer, leider ganz verschwiegen. Ich nenne Beispiele Mensch-Maschine-Interaktion, also Übergang, wo das Fahrzeug die Kontrolle hat, dann aber wieder der Mensch. Technik ist auch immer störanfällig. Es gab Hackerangriffe auf automatisierte Autos. Das Thema Datenschutz ist aus unserer Sicht in keiner Form geklärt. Wer ist Herr über die Daten? Wem gehören sie? Wo werden sie gespeichert? Wir wollen nicht, dass Bewegungsprofile von Bürgerinnen und Bürgern erstellt werden können. Haftungsfragen sind offen. Wer ist schuld beim Unfall? Haftet dann, wenn automatisiert gefahren wird, der Hersteller oder die Versicherung? Und diese ethischen Fragen, meine Damen und Herren, die kann man auch nie einfach vorbeiwischen. Wenn ein Unfall nicht mehr zu verhindern ist, wohin weicht das Fahrzeug dann aus? Das muss auch geklärt werden. Der Minister für Modernität hätte längst eine Strategie zur intelligenten Mobilität vorlegen können. Es ist ein Armutszeugnis, dass es einen Koalitionsantrag braucht, der ihn auffordert, dies jetzt zu tun. Das ist ein reiner Fensterantrag, den Sie uns hier vorlegen, anstatt die eigentlichen Probleme konkrete Lösungen vorzuschlagen. Ganz herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Thomas Jarzombek von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf vielleicht damit anfangen, dass ich es begrüße, dass unser Koalitionspartner die positiven Aspekte benannt hat. Und ich mich darüber wundere, dass die Opposition hier nur Nachteile erkennen kann. Und ganz im Ernst, am Ende müssen Sie sich auch für irgendwas, Herr Kollege Kühn, entscheiden, was Sie jetzt kritisieren. Zuerst haben Sie gesagt, dass wir uns mit solchen Themen hier beschäftigen, wo es doch viel Wichtigeres gäbe. Zum Schluss haben Sie gesagt, kann doch nicht wahr sein, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Also einen Tod müssen Sie sterben, wie Sie uns kritisieren wollen. Und Peter Altmaier hat mal dazu gesagt, es ist in Deutschland manchmal so, dass wir immer über die ganz großen, wichtigen Fragen reden und für nichts anderes Platz haben und auf einmal irgendwann das Ende einer Entwicklung haben und sagen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und deshalb ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir hier heute auch mal in der Primetime anderthalb Stunden über ein Thema reden, was ich sehr wichtig finde, nämlich wie digitalisieren wir unsere Verkehrsinfrastruktur? Denn es ist doch klar, alles das, was heute an physischer Struktur da ist, braucht parallel eben eine digitale Struktur, um die Dinge besser zu machen. Mich hat in dieser Woche mein Lokalradio angerufen und gefragt, was ich denn dazu sage, ob denn Senioren weiter einfach noch ohne weitere Tests am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Und da habe ich geantwortet, die Frage stellt sich heute eigentlich gar nicht mehr. Wir haben so viele technische Assistenzsysteme und die Entwicklung der nächsten Jahre wird es eben hinbringen, dass Menschen viel länger als heute weiter mobil bleiben und selbstbestimmt mobil bleiben können.
Und das ist eine extrem gute Entwicklung. Wir können doch sehen, dass durch die Einführung von Assistenzsystemen, die den Fahrer davor warnen, wenn Fußgänger auf die Straße gehen oder wenn er mal abgelenkt ist und die Kollision nicht sieht, dass diese Assistenzsysteme wirken. Ich habe gerade in dieser Woche Zahlen aus Japan gesehen, wo man auch die Nachrüstung solcher Systeme unterstützt, was ich ganz interessant finde, wo durch den Einsatz von Assistenzsystemen die Unfallzahlen um 60% zurückgegangen sind. Und das ist auch die Antwort auf das. Stellen Sie gerne eine Frage. Gerne. Also, es ist die Antwort. Bitte. Frau Präsidentin, Sie sind dran, das zu entscheiden. Ich will Ihnen nicht die Aufgaben hier. Der Kollege hat eine Zwischenfrage. Sie entscheiden natürlich, aber ich lasse die Zwischenfrage zu. Ob der Kollege 10 oder 11 Minuten hat, ist nun egal. Aber können Sie vielleicht was zur Marktdurchdringung der Fahrassistenzsysteme in Deutschland sagen? Wir haben ja die Fahrinformationssysteme, also sagen wir Entertainment-Pakete, die serienmäßig in den Fahrzeugen sind. Und die Fahrassistenzsysteme, die Sie ansprechen, die sind nur zum Aufpreis. In der Regel reden wir da über Beträge von 1.000, 2.000 Euro erhältlich. Und können Sie sagen, welche Marktdurchdringung wir von diesen Systemen haben? Ja, Herr Kollege Kühn, wir haben ja gemeinsam daran gearbeitet, dass eine Reihe von diesen Assistenzsystemen eben nicht mehr aufpreispflichtig sind, sondern inzwischen Standardausstattung. Nenne mal ESP als vielleicht eines der wichtigsten Assistenzsysteme, was viele Unfälle verhindert. Und ich glaube, dass von vielen Dingen, die wir heute sehen, die noch aufpreispflichtig sind, so ist die Entwicklung immer gewesen, die halt eben künftig in die Serie übergehen werden. Und darüber hinaus, wenn Sie die Frage schon stellen, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir auch darüber diskutieren, ob wir auch gerade die Nachrüstung bei älteren Fahrzeugen, wir reden ja hier nicht nur über Neufahrzeuge, auch bei der Nachrüstung älterer Fahrzeuge hier auch Anreize staatlicherseits schaffen. Das glaube ich wäre, ach Herr Kollege Kühn, also wenn wir das alles, was hier denkbar wäre, noch in diesen Antrag reingeschrieben hätten, dann würden wir Ihnen heute ein Kompendium vorlegen. Und ich glaube, da ist die Frage schon, auch wo ist die Abgrenzung zwischen der Regierungs- und der Parlamentsarbeit. Und ich glaube, dass wir hier bestimmte Eckpunkte benennen, das ist gut. Aber wir haben doch auch klar hier zum Beispiel drinstehen, dass die Regierung ein digitales Straßengesetz auflegen soll. Und da werden wir gemeinsam dran beraten können, auch an all den ganzen Details eines sehr umfangreichen Werks. Also ich glaube, für die Verkehrssicherheit ist es extrem hilfreich. Es ist auch hilfreich für den öffentlichen Nahverkehr. Das wurde vorhin angesprochen. Der öffentliche Nahverkehr hat so viele Kunden wie nie zuvor. Und das liegt vor allem an der Digitalisierung. Statt nachts ewig auf die Bahn zu warten, kann man mit der App jetzt sehen, wann sie wirklich kommt und zielgerichtet dahin gehen. Man kann auch sehen, ob der Bus, den man nehmen möchte, pünktlich kommt oder ob er deutliche Verspätungen hat, muss nicht mehr rumstehen. Und es gibt viele Leute, die die Zeit in der Bahn gerne nutzen, um möglicherweise mit Facebook oder mit Google oder mit anderen Produkten irgendwas zu machen und das halt eben nutzen können und deshalb auf einmal die Bahn auch an Attraktivität gewonnen hat und der Bus. Und das, wo wir halt eben hinkommen müssen, ist, dass auch das Auto maßgeblich mehr von der Digitalisierung profitiert. Und diejenigen, sind meinen Kollegen aus Düsseldorf, den Andreas Rimkus, bei uns in den Städten gibt es kaum ein größeres Thema, womit Politik konfrontiert wird, als mit der Frage von Lärmschutz. Und wie wollen wir mit Lärm, aber auch mit Emissionen, wir haben jetzt die Stickoxide, wir haben das Thema Feinstaub, wie wollen wir denn damit runterkommen, wenn Autos mit voller Geschwindigkeit an eine Ampel heranfahren, bremsen müssen dann wieder beschleunigen. Das verursacht Emissionen, das verursacht Lärm, das verursacht hohe Verbrauchswerte. Und deshalb brauchen wir eine Vernetzung von beispielsweise Verkehrsbeeinflussungssystemen von Ampeln, dass ein Auto weiß, wann, wo, welche Ampelphase ist, auch wenn es die Ampel vielleicht gar nicht sehen kann, auch wenn die Ampel vielleicht schon gerade grün wird, aber das Fahrzeug es trotzdem nicht erreichen kann, um auszukuppeln, möglicherweise zu rekuperieren, wenn es ein elektrisches Fahrzeug ist, und eine Geschwindigkeit anzunehmen, wo es möglichst ohne zu bremsen durch die Stadt kommen kann. Das ist meine persönliche Vision und mein Ziel, eine Infrastruktur bereitzustellen, dass Fahrzeuge durch die Innenstädte fahren können, ohne bremsen und beschleunigen zu müssen. Und dafür brauchen wir einen Open-Data-Plan. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass auch der Bundesvorstand der CDU in der Mainzer Erklärung, wo es ja auch wieder um die ganz großen Fragen gegangen ist, aber auch noch mal deutlich gemacht hat, wir wollen ein Open-Data-Gesetz. Und das brauchen wir insbesondere, um Innovationen im Verkehrsbereich zu ermöglichen. Es steht auch im Koalitionsvertrag und das gilt im Übrigen auch für den öffentlichen Nahverkehr.
Ich finde, es ist ein Unding, dass Anbieter von Verkehrsinformationssystemen, von Apps, mit jedem einzelnen Verkehrsanbieter einzelne Vertragsverhandlungen führen müssen. Der eine bietet dann auf einmal Fahrplanarten an, der andere aber keine Echtzeitdaten. Wie kann man überhaupt ein Ticketing-System machen? Das, glaube ich, müssen wir gesetzlich vereinheitlichen. Und wir müssen uns überlegen, wie machen wir mehr aus den Daten, die wir haben. Und da war das Verkehrsministerium verdammt gut. Und ich glaube, kein anderes Haus war so innovativ, mit Gründerszene gemeinsam ein Hackathon zu machen, wo man junge, innovative Gründer mit den Daten zusammengebracht hat und hat da einen Wettbewerb gestartet. Was kann an Innovationen daraus entstehen? Das ist der richtige Weg. Da kann ich die Staatssekretärin nur beglückwünschen und auch bekräftigen darin, diesen Weg weiterzugehen. Und ein weiteres Thema sind die Modellregionen. Wir sehen ja, wie viel Wirbel gemacht wird im Sinne des Marketings, was in Kalifornien alles möglich ist. Da fahren die Google-Autos rum, da kommen die Tesla-Autos her. Und deshalb ist es ebenfalls extrem gut, dass auf der A9 hier dieses Testfeld für digitales Fahren halt ermöglicht wurde. Und in unserem Antrag wollen wir auch noch zusätzliche Modellregionen haben, um gerade auch mal innerstädtische Verkehrssysteme zu erproben. Mit Urban gibt es da bereits schon ein gutes Projekt, aber darauf, glaube ich, kann man aufsatteln und hier weitere Modellregionen benennen. Wir müssen auch Geld in die Hand nehmen, um die Nutzung dieser Daten zu ermöglichen. Dafür gibt es im Ministerium die 100 Millionen im Modernitätsfonds, die dafür auch schon eingesetzt werden. Das können wir an dieser Stelle ebenfalls nur begrüßen. Und wir werden, und das ist für uns eine Herausforderung, auch die Kommunen dabei unterstützen müssen, ihre Verkehrsleitzentralen aufzurüsten. Wir haben mit Urban jetzt in Düsseldorf, in Kassel und in Braunschweig sowas gemacht. Aber das reicht nicht, damit die Autohersteller oder die Hersteller auch von Informationssystemen eine Anbindung programmieren. Und deshalb müssen wir einen Weg finden, wie wir den Kommunen ermöglichen können, ihre Verkehrsleitzentralen auf den gleichen technischen Stand wie in Düsseldorf, Kassel und Braunschweig zu bringen. Und das ist eine Summe, wir reden davon 30, 40, 50 Millionen Euro. Das ist nicht mal so viel, wie eine Ortsumfahrung kostet. Ich glaube, das muss schon drin sein, um die Verkehrsleitzentralen zumindest mal in den 20 größten deutschen Städten zu ertüchtigen. Und wir brauchen auch eine Dateninfrastruktur bei der Schiene. Das Thema ist hier ERTMS, also ein Leitungssystem, was es ermöglicht, auch autonom fahrende Züge möglich zu machen. Und wir müssen auch den öffentlichen Nahverkehr weiter darin unterstützen. Das Stichwort ist hier ein gemeinsames Ticketing-System, das man mit der App, wo man in Düsseldorf das Rheinbahn-Ticket zieht, auch in Berlin ein BVG-Ticket ziehen kann. Das alles mündet in unsere Forderung, ein digitales Straßengesetz zu bekommen. Und dieses digitale Straßengesetz muss auch noch mehr leisten. Denn der Kollege Kühn hat die sehr richtige Frage gestellt: Wem gehören denn eigentlich die Daten? Im Übrigen, der Datenschutz ist ziemlich gut geregelt. Dafür haben wir ein Bundesdatenschutzgesetz. Gerade hat das Europäische Parlament den Weg freigemacht für die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Da ist bis aufs Kleinste geregelt, was mit Daten passieren darf und was nicht. Und im Übrigen kann man auch immer mit den Datenschützern reden und Wege finden. Aber ich möchte gerne von diesen Fahrzeugdaten, die erzeugt werden, wenn Autos durch die Stadt fahren und mit intelligenten Dämpfern, neue Luxusfahrzeuge haben das schon, wir werden das bald wahrscheinlich in jedem Fahrzeug sehen, genau erfassen können, wo sind wie viele Schlaglöcher. Dann sind das doch Informationen, die für unsere Bundesverkehrswegeplanung extrem hilfreich sind. Heute erneuern wir die Straßen erst dann, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Aber wir möchten doch eigentlich die Straßen erneuern, wo wir wissen, dass sie besonders bedürftig sind. Und jetzt haben wir draußen 40 Millionen Fahrzeuge. Das sind 40 Millionen potenzielle Sensoren, mit denen man Straßen vermessen kann. Und diese Daten brauchen wir auch als Staat. Natürlich anonymisiert. Das unterstreiche ich dreimal in Absprache mit den Datenschutzbeauftragten. Das ist ganz wichtig. Und am Ende brauchen wir eben auch eine digitale Struktur für das Thema Breitband, denn eins ist klar, die Fahrzeuge, die selber fahren, werden viel besser fahren können, wenn der erste bremst, das 20. Fahrzeug quasi synchron bremsen kann und nicht bei allen eine Verzögerung drin ist. Und deshalb haben wir vorgestern am Mittwoch hier im Deutschen Bundestag ja diskutiert über das Digitalnetzgesetz, was der Bundesminister hier präsentiert hat. Und das ist der richtige Weg.
um für 2020 Leitmarkt zu werden für die fünfte Mobilfunkgeneration, die als taktiles Internet, als Echtzeit-Internet es ermöglicht, eben auch selbstfahrende Fahrzeuge zu steuern und wofür wir anfangen müssen, in jede Laterne, in jede Ampel, in jede Baumaßnahme, die gemacht wird, Glasfaserkabel reinzulegen, die dafür die Infrastruktur sind. Und das brauchen wir im Übrigen auch im ländlichen Raum, denn ich wünsche mir schon, dass wenn man aus Düsseldorf rausfährt und dann irgendwo in den Tiefen des Kreises Neuss unterwegs ist, dass das selbstfahrende Auto da genauso gut funktioniert wie bei uns in unserer wundervollen Metropole. Und dafür haben wir auch ein Förderprogramm mit 2,7 Milliarden zum Thema Breitbandausbau, was hier ebenfalls genau diese Entwicklung unterstützt. Und dafür haben wir, glaube ich, den richtigen Grundstein gelegt. Ich freue mich darauf. Ich habe gemerkt, bei Ihnen ist noch nicht alles verloren bei den Grünen, wenn Sie uns dabei begleiten. Jede gute Idee ist willkommen. Ich freue mich auf die Ausschussarbeit. Vielen Dank. Thomas Jatzombek hier in der Bundestagsdebatte über intelligente Mobilität. Es geht um die Vernetzung von Fahrzeugen mit Computer- und Satellitensystemen. Es geht um das automatisierte oder, wie es auch genannt wird, autonome Fahren, also um Fahrzeuge, die steuern, bremsen, beschleunigen, ohne dass der Fahrer da tätig werden muss. Also selbstfahrende Fahrzeuge. Das Ganze soll zu weniger Verkehrstoten, Verletzten, zu weniger Staus und Verspätungen und auch weniger Belastungen fürs Klima führen. Eines Tages. Noch ist es Zukunftsmusik, aber sie muss ja irgendwann mal komponiert werden. Jetzt Herbert Behrens, Sprecher für digitale Infrastruktur in der Linksfraktion. Dann aber im weiteren Fortgehen ging mir das doch ziemlich verloren. Dieses kühne Denken ist auf keiner dieser 13 Seiten zu finden, obwohl es dieses Thema bräuchte, wenn Sie wirklich den Titel ernst nehmen wollen. Gleich vorneweg heißt es, Zitat, die digitale Wende ist im Begriff, die Mobilität zu revolutionieren. Revolution bedeutet ja, dass man wirklich grundlegend etwas verändert, dass man das Unterste möglicherweise nach oben kehren muss, weil es verdeckt geblieben ist. Aber im Antrag ist das alles anders. Es werden lediglich vorhandene oder noch zu entwickelnde, vorzuschreibende Technologien eingeführt, und zu entwickelnde Computeranwendungen vorgestellt, revolutioniert wird aber gar nichts. Zum Beispiel, Verkehrstelematik soll die Parkplatzsuche der Pkw in Städten erleichtern. Automatisiertes Autofahren soll den Menschen als Risikofaktor Nummer eins, auch das steht so im Text, ausschalten. Selbstfahrende Züge sollen den Lokführer überflüssig machen. Autofahrer sollen gläsern werden, dort, wo es eben für die Automobilindustrie von Nutzen ist. Mehr Vernetzung, mehr Sensorik, das ist zwar auch eine Zukunft der Mobilität, aber die sollten wir uns wirklich nicht wünschen. Sie gehen das Thema falsch an. Sie wollen die Zukunft gestalten, ohne die Gegenwart begriffen zu haben. Das ist mein Eindruck. Wenn Sie den heutigen Stau auf der Autobahn lediglich durch elektronische oder digitale Verkehrsbeeinflussungssysteme verändern wollen oder besser managen wollen, dann haben Sie doch den Stau schon akzeptiert. Das ist doch ein grundlegender Fehler. Wenn Sie Voraussetzungen für automatisiertes Autofahren schaffen wollen, dann müssen Sie doch vorher darüber nachdenken, warum fahren so viele Menschen mit dem Auto. Das hat doch möglicherweise was damit zu tun, dass eben Wohnort und Arbeitsort viel zu weit auseinanderliegen oder weit auseinanderliegen und nicht über die Strecke kaum überwunden werden kann. Das hat unter Umständen was damit zu tun, dass wir in den kleineren Städten oder auch den Dörfern nicht jede halbe Stunde einen Bus, eine Bahn zur Verfügung haben, um unsere Wege zurückzulegen. Wir müssen doch erst einmal sagen, ob wir die gegenwärtige Verkehrssituation so akzeptieren, wie sie ist. Und dann nachdenken, mit welchen Mitteln man zu besseren Antworten kommen, die wir heute möglicherweise noch nicht haben. So wie Sie das angehen, ist es falsch. Mit Interesse habe ich das Kapitel Automatisierung des Schienenverkehrs gelesen. Ihr Ziel, Züge künftig ohne Lokomotivführer fahren zu lassen. Auch das hat wenig mit den Mobilitätsinteressen der Menschen zu tun. Die Bahnkunden im Nahverkehr und im Fernverkehr wären doch schon mal sehr zufrieden, wenn sie vernünftige und garantierte Anschlüsse hätten, dass sie vernünftige Auskünfte darüber haben, wann ich zu welchem Zeitpunkt sein kann, dass Verspätungen die Ausnahme und nicht die Regel sind. An dieser Stelle sollten neue technische und digitale Möglichkeiten genutzt werden, um Sicherheit und Komfort zu erhöhen. Oder beim Lärmschutz.
Schon heute ist es möglich, jedes Rad eines einzelnen Wagens im Betrieb zu kontrollieren, um festzustellen, gibt es Flachstellen, gibt es raue Oberflächen. Man kann den Wagen rausziehen bei der nächsten Möglichkeit und instand setzen, damit der Lärmschutz gesichert ist. Das ist doch ein Fortschritt für die Menschen, den sie heute wollen. Und dafür brauchen wir Investitionen und keine großen Ideen, mit denen hier umgegangen wird. Wir brauchen das Geld, damit wir zu vernünftigen Verkehrssystemen kommen. Und es bedarf keiner, Zitat, sanfte Einführung vollautomatischer Systeme. Sie liefern keine Vorschläge, wie mit den technischen Möglichkeiten schon im Hier und Jetzt handfeste Probleme im Verkehrssektor beseitigt werden können, stattdessen ein Sammelsurium von Ideen, ohne wirklich Perspektive anzugehen. Wo lassen sich per Computerisierung und die Versetzung menschliche Entscheidungen und der Mensch selbst überflüssig machen? Das ist der Kern Ihres Antrages, den wir nicht teilen. Die Autoren dieses Antrags haben ihrer Fantasie wirklich freien Raum gelassen, das ist nachzulesen, aber sie haben sich nicht an der schnöden Gegenwart abgearbeitet. Und das geht nicht. Sie beschreiben hier eine wahre Megamaschine, mit denen Probleme gelöst werden sollen, die mancher gar nicht hat. Das alte Denken, und das ist altes Denken, und mit dem werden wir den neuen Herausforderungen überhaupt nicht gerecht. Wir stehen vor der Aufgabe, Verkehrssysteme zu schaffen, die für die Menschen einfach zu benutzen sind, die sie sicher und bequem an ihren Wohnort bringen. Einzig im Kapitel Automatisierung der Logistik, ich komme zum Schluss, sind ansatzweise sinnvolle Vorschläge zu finden. Die Forderung nach einem Frachtschein und Beispiele für die verpflichtende Totwinkelwarnfunktion bei Lkw, um Unfälle beim Abbiegen zu verhindern. Der Antrag vermittelt erstens, die Probleme sollen alle mit Technik lösbar sein. Und zweitens, der Mensch als Stör- und Risikofaktor muss weitgehend ersetzt werden. Das ist mit der Linken nicht zu machen. Ziehen Sie deshalb Ihren Antrag zurück, um die wirklichen Probleme erkennen zu können und die Instrumente auch zu finden, die wir brauchen, um das zu ändern. Dankeschön. Herbert Behrens, Sprecher für digitale Infrastruktur in der Linksfraktion, hält vom Antrag der Koalitionsfraktion mit dem Titel Intelligente Mobilität fördern, die Chancen der Digitalisierung für den Verkehrssektor nutzen. Nichts, das haben wir eben gehört. Das wird jetzt anders werden bei Andreas Rimkus. Er ist für die SPD im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Indem man sich gegenseitig vorwirft, was nicht drin steht, sondern vielleicht mal den Blick drauf wirft, was gemacht werden muss, um für den Menschen eine gute Mobilität zu geben. Und darum, meine Damen und Herren, geht es auch am Ende. Denn es ist in der Tat so, dass die Automatisierung wachsend ist und Vernetzungen natürlich im Verkehrssystem zunehmen. Im Übrigen, und da bin ich sehr dankbar, einmal für die lokalen Bezüge, in der Tat in Düsseldorf durch Urban ein gutes Ergebnis, was die Vernetzung von urbanen Räumen darstellt, lieber Thomas Herzombeck. Aber Arno Klare hat darauf hingewiesen, über die Frage, wann ist etwas entstanden? Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in der Tat ist es so, dass ein Franzose, Gabriel Vrosin, ein System entwickelte, um bei landenden Flugzeugen das Blockieren der Räder zu verhindern. Und das war im Jahr 1920. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des ABS, übrigens das erste Fahrassistenzsystem oder Sicherheitssystem, was serienmäßig in einem Fahrzeug eingebaut wurde und seit 2004 übrigens europäischer Standard ist. Insofern brauchen die Dinge ihre Zeit, aber manchmal sind sie eben dann auch sehr klar und deutlich und helfen uns, die Sicherheit nach vorne zu stellen. Fast 100 Jahre weiter sind wir aber in der Tat mittlerweile im Sprech. Wir reden über Teil-, Hoch- oder vollautomatisiertes Fahren. Die Vision eines selbstfahrenden Autos liegt nicht mehr in einer irren Zukunft, sondern sie stellt ein realistisches Szenario dar. Mit der Teststrecke auf der A9 ist ja die Bundesregierung einen ersten Schritt gegangen. Doch werden wir in Zukunft den Blick auch von der Autobahn auf die Landstraße und dann natürlich auf die Königsdisziplin, den urbanen Verkehr, richten müssen. Auch das haben wir im Antrag ja deutlich gemacht und hier auch einige Forderungen für weitere Teststrecken auch verbunden. Doch vergessen wir nicht, dass die Innovationen nicht nur den Straßenverkehr berühren. Es ist schon gesagt worden,
In Nürnberg fahren vollautomatische Schienenbahnen. Dadurch konnte nicht nur die Taktzeit halbiert, sondern auch der Energieverbrauch um fast 5% gesenkt werden. Auch an Flughäfen finden bereits fahrerlose Bahnen, die die Terminals miteinander verbinden. Diese Beispiele zeigen doch sehr deutlich, wie ich finde, dass besonders der Schienenverkehr ein Innovationsmotor in diesem Bereich darstellt. Mit dem Fortschritt dieser Technologie müssen sich aber auch die politischen Rahmenbedingungen ändern. In den von uns formulierten Forderungen tragen auf der einen Seite die Stärkung der Innovationskraft für die deutsche Wirtschaft Rechnung, aber auf der anderen Seite auch den Schutz der Nutzer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen war es uns ein wichtiges Anliegen, den im Koalitionsvertrag verankerten Grundsatz noch einmal deutlich zu machen, dass personenbezogene Daten nur mit Zustimmung der Betroffenen und auf der Grundlage bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen erhoben werden dürfen. Bei aller Euphorie darüber, dass unser Alltag durch eine gute Vernetzung deutlich erleichtert werden kann, dürfen wir die Persönlichkeitsrechte der Menschen und ihr Recht auf Privatsphäre nicht aus dem Blick verlieren. Freiheit und Selbstbestimmung sollten für uns auch hier immer an erster Stelle stehen. Es gibt auch Haftungsfragen, die noch nicht abschließend geklärt sind. Wer haftet bei einem Unfall und wie lässt sich das möglicherweise bei unterschiedlichen Automatisierungsgraden überhaupt rechtlich regeln? Liebe Kolleginnen und Kollegen, um die Weichen für automatisiertes Fahren zu stellen, brauchen wir nicht nur Klarheit in den Worten durch gesetzliche Rahmensetzungen bei Datenschutz- und Haftungsfragen, sondern natürlich auch den Fortschritt beim Aufbau der digitalen Infrastruktur. Es wäre fatal, den Blick auf die einzelnen Bereiche zu richten, ohne das große Ganze zu betrachten. Natürlich wird es keine Automatisierung ohne ausreichende Breitbandinfrastruktur geben. Und auch die ökologischen Vorteile automatisierter Verkehrsflüsse gehen parallel zur Integration elektrisch betriebener Mobilität. Und so ist, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Einbeziehung intelligenter Stromnetze, Smart Grids, eine Kernaufgabe intelligent organisierter Mobilität. Bei der Integration dieser Smart Grids ist die Elektromobilität, zu der sich die SPD-Fraktion in dieser Woche klar positioniert hat, ein wichtiger Baustein. Der Blick auf das Gesamtsystem lohnt sich. Die Automatisierung auf der einen, die Elektrifizierung auf der anderen gehen so Hand in Hand. So kann die Automatisierung helfen, Reichweitenvorhersagen zu machen, gemanagte Flotten, Carsharing-Dienste zu verbessern, und automatisierte Funktionen können so den Nutzwert und die Attraktivität von Elektrofahrzeugen erhöhen. So wird die Elektromobilität zur Energiewende im Verkehr, aber auch gleichzeitig die automatisierten Verkehrsflüsse helfen, diese Wende auch hinzubekommen. Staus werden reduziert, Fahrweisen intelligent, effizienter. Und natürlich Vision Zero. Wir wollen auch, dass wir möglichst wenig auf Null gesetzt Tote und Schwerverletzte im Verkehr haben. Und da helfen uns telematische Innovationen natürlich besonders. Denn die Idee von Vosin, Flugzeuge sicher landen zu können mit der Stotterbremse, ist doch am Ende vollkommen klar, etwas, was Leben schützt, Unfälle verhütet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird sicher noch einige Zeit in die Zukunft gehen, bis wir wirklich vollautomatisiert fahren. Aber ich finde, wenn wir weniger Bedenken haben, sondern die Fragen in den Vordergrund stellen, über die wir demnächst debattieren werden, Datenschutz, Cybersicherheit, dann wird auch einiges gelingen. Wenn ich vielleicht klinge wie ein verrückter Professor, ich sage Ihnen aber eins, wer Pionierarbeit leistet, muss auch das Unbekannte wagen. Deshalb freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Bis bald. Vielen Dank. Andreas Rimkus für die SPD-Fraktion in der Debatte über intelligente Mobilität. Eigentlich müsste man sagen, intelligente Organisation von Verkehr und intelligente Steuerung von Verkehrsströmen und Fahrzeugen. Nächste Rednerin, Valerie Wilms für die Grünen. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren an den Fernsehern, auf der Tribüne. Toll, dass Sie sich dieser Debatte widmen. Bei dem Antrag, da stellt sich mir eine grundlegende Frage. Was will uns eigentlich diese große Koalition damit sagen? Der Text hat jedenfalls recht wenig mit dem zu tun, was uns Ihr Noch-Verkehrsminister quasi täglich präsentiert. Seine Politik ist weder intelligent, noch fördert sie die Mobilität.
Jahrelang hat er uns mit seinem mehr als dummen Biertischvorschlag CSU-Mord beschäftigt. Das Ding ist tot, schon lange, aber er reitet den Gaul einfach weiter. Bei den wirklich wichtigen Aufgaben dagegen, da liefert er nichts Neues. Zu Carsharing, werte parlamentarische Staatssekretärin, da hilft es auch nicht, in der App zu tippen. Da finde ich noch keine neuen Entwürfe. Ne? Da wollten wir ja eigentlich mal einen Gesetzentwurf haben. Ne? Und ein Gesetzentwurf ist irgendwann auch mal im Bleigesetz sozusagen oder von mir aus auch digital. Aber es muss mal da sein. Und wo ist er? Nix. Kommt nicht. Darum bräuchten wir das. Die Elektromobilität, Ihr Leitmarkt sozusagen. Ich frage mich, ob das mit T oder mit D geschrieben wird. Wahrscheinlich mehr mit D. Dümpelt so vor sich hin. Volkswagen wird trotz aller Betrügereien mit Samthandschuhen angefasst. Beim kombinierten Verkehr, werte parlamentarische Staatssekretärin, das ist ja Ihr unmittelbarer Aufgabenbereich. Irgendwie kann ich mich erinnern, dass wir da mal auf dem Podium gesessen haben, wo Sie dann auch als Logistikbeauftragte der Bundesregierung dabei waren. Ne? Da hat Ihnen sogar der Finanzminister das Heft aus der Hand genommen, weil die Mittel liegen bleiben. Und der Bundesverkehrswegeplan als zentrale Aufgabe in dieser Wahlperiode wird immer weiter verzögert und gerät in die künftige Wahlkampfschlacht. Da kann ich nur sagen, das Fahren mit Autopilot, werte Kolleginnen und Kollegen, wäre wirklich besser, als den Geisterfahrer Dobrindt weiter am Steuer zu lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Antrag lese ich ein gehöriges Stück Verzweiflung über den eigenen Minister. Er kann so viel Geld ausgeben wie kein anderer Verkehrsminister vor ihm. Dazu wurde ihm sogar noch die Zuständigkeit für Digitales gegeben. Und jetzt? Nichts macht er daraus. Er verhakt sich in der Maut von vorgestern und redet weiter wie ein Generalsekretär. Da kann ich nur sagen, ein bisschen grünen Bashing, was wir ja immer wieder von ihm hören und auch von Ihnen, Herrn Kauder. Ne? Da kommt ja auch manchmal dann nichts anderes. Grünen Bashing kann Unfähigkeit auch nicht übertünchen. Es zeigt nur, dass die Ideen in dieser GroKo fehlen. Das Einzige, was der Minister sehr schnell gelernt hat, ist die Beglückung bayerischer Wahlkreise. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Minister schafft es nicht, Millionenbeträge für Schienen und Wasserstraßen auszugeben. Und wo landet das Geld? Zu über einem Drittel in fragwürdigen bayerischen Umgehungsstraßen. Da frage ich mich wirklich, wie lange sich diese Koalition das noch von der CSU-Minderheit bieten lässt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, intelligente Mobilität, das klingt ja schön und gut. Leider fehlen die Grundlagen dazu. Es wäre schon ein großer Schritt, wenn man Bus und Bahn ohne große Probleme einfach so nutzen könnte. Werter Kollege Jarzombek, digitales Straßengesetz. Wissen Sie, kümmern Sie sich erstmal um das Analoge, dass die Schlaglochpisten beseitigt werden, dass wir keine gesperrten Brücken haben, dass ganze Gegenden, wo nur noch Schüler mit dem Bus fahren können, existieren, dass wir kein durchgängiges, funktionierendes Ticketsystem für Bus und Bahn haben und vor allen Dingen, dass wir eine überteuerte Bahn haben, die zu spät oder gar nicht mehr kommt. Das sind die Fakten. Da brauchen wir kein digitales Straßengesetz. Statt sich also um handfeste Probleme zu kümmern, schreiben Sie lieber so ein wenig ambitionierte Schaufensteranträge. Aber nun schauen wir doch mal in die Details. Auch da bleibt vieles fragwürdig. Der Minister hat ein neues Spielzeug entdeckt, sein digitales Testfeld Autobahn, das natürlich in Bayern liegen muss. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt und ob der Test nicht längst von innovativen Unternehmen überholt wird. Man kann ja bereits Fahrzeuge kaufen, die quasi von alleine fahren. Dazu braucht es keinen Spezial-Audi mit Minister drin. Nutzen Sie einfach mal den Autopiloten von Tesla. Der funktioniert. Wenn es den Minister nicht nur um ein paar schöne Bilder und weitere Millionen für sein Bayern kümmern gehen würde, dann müsste er sich ernsthaft mal um den Datenschutz kümmern. Da kommt wirklich eine Aufgabe auf die Politik zu. Das wäre politisches Kerngeschäft. Hier gibt es nämlich einen ganz klaren Grundkonflikt. Daten sind das Kapital der Zukunft. Die größten Konzerne der Welt machen ihr Geld damit. Hierfür müssen wir den Rahmen setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass Nutzer jederzeit Stopp sagen können. Das fehlt nämlich derzeit. Nutzer müssen bestimmen können, was sie in welchem Umfang nutzen wollen. Also bleiben Sie nicht nur bei Ihren Floskeln,
Herr Jatzombek, da helfen auch 13 Seiten Papier nicht, sondern machen Sie genau das, was wir brauchen, und geben Sie dann dieser Bundesregierung, die Sie ja haben, einen klaren Auftrag, sich endlich mal um die wichtige Kernaufgabe Datenschutz zu kümmern. Also, da gehen Sie mal ran. Wenn Sie das machen wollen, kriegen Sie sicherlich unsere Unterstützung, aber nicht für das Ding, was Sie da in 13 Seiten verewigt haben. Diese Beweihräucherung tragen wir nicht mit. Valerie Wilms war das für die Bündnis Grünen. Weiter geht's mit Steffen Bilger, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich haben ja die Redner aus der Koalition bereits erklärt, worum es uns in diesem Antrag geht. Liebe Frau Wilms, ich will aber trotzdem noch mal einen Versuch starten und dabei insbesondere fünf Bereiche ansprechen. Zum einen: Die Umwelt- und Klimabelastung muss reduziert werden. Als Frage formuliert, womit bewegen wir uns in Zukunft nachhaltig bzw. effizienter voran? Die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland beschäftigt uns alle. Hier geht es schließlich auch um Arbeitsplätze. Und der VW-Skandal stellt sicherlich ein enormes Risiko für die deutsche Wirtschaft dar. Wir können aber, wir haben verschiedentlich im Bundestag schon darüber diskutiert, auch eine Chance in dieser Krise sehen. Drittens. Der Verkehrslärm stört die Menschen zunehmend. Wie können wir Lärm und andere Belastungen durch Fahrzeuge unterbinden und die Betroffenen besser schützen, um die Akzeptanz für Infrastruktur weiter zu erhalten? Viertens. In Zeiten knapper Kassen und zunehmender Verkehrsströme stellt sich die Frage, wie können wir weiter Infrastruktur bereitstellen und finanzieren bzw. die bereits vorhandene Infrastruktur effizienter nutzen und wie kann dabei Mobilität für alle bezahlbar bleiben? Und schließlich: Wir haben immer noch zu viele Verkehrstote und Verletzte. Wie kann es insgesamt gelingen, deutlich weniger Opfer im Straßenverkehr zu erreichen? Wer unseren Antrag liest, meine Damen und Herren, stellt fest, dass wir auf viele dieser Fragen schon Antworten haben. Die Digitalisierung des gesamten Verkehrs bietet viele Vorteile für unsere Mobilität. Und deshalb muss sie nun konsequent vorangetrieben werden. Deswegen ist es auch richtig, dass Alexander Dobrindt als Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur diese beiden so stark zusammenhängenden Themen mit seiner Staatssekretärin Dorothea Bär engagiert voranbringt. Auf meine erste Frage zur Nachhaltigkeit heißt die Antwort erst einmal Elektromobilität. Elektrisch betriebene Züge über Elektroautos bis hin zu langfristig erreichbaren Flugzeugen, Schiffen, Lastwagen, die mit Wasserstoff und E-Motor angetrieben werden. So wird nach allem, was wir wissen, die Zukunft aussehen. Die Digitalisierung der Mobilitätsmittel hat großes Effizienzpotenzial. Aber wir brauchen zusätzlich eine Umstellung auf Antriebsarten, die nicht nur umwelt- und klimaschonend, sondern auch verträglich sind. Da drängt sich derzeit vor allem nachhaltig hergestellter Strom auf. Bis 2050 wollen wir in Deutschland ja 80% regenerativen Strom nutzen. Elektromobilität und Digitalisierung sind somit zwei Seiten einer Medaille. Denn obwohl regenerativ gewonnener Strom nachhaltig ist, ist der beste Strom schließlich derjenige, der gar nicht erst erzeugt werden muss. Und da kommt eben die Digitalisierung ins Spiel. Nur mit ihr erhalten wir die Effizienzsteigerung, die wir zusätzlich benötigen. Aber, meine Damen und Herren, auch von mir noch ein Satz zur Elektromobilität. Wir alle haben mitbekommen, dass die zuständigen Ministerien zurzeit intensiv an einer Einigung über sinnvolle Fördermaßnahmen arbeiten. Und ich will auch deutlich sagen, jetzt muss endlich der Durchbruch kommen. Wir benötigen jetzt die nötigen Fördermaßnahmen, um der Elektromobilität in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Und, meine Damen und Herren, als Bundestag gehen wir mit gutem Beispiel voran. Ich freue mich sehr, dass der Ältestenrat, wie uns der Bundestagspräsident gestern mitgeteilt hat, nun beschlossen hat, unseren Fahrdienst teilweise auf Elektroautos umzustellen. Vielen Dank allen, die sich dafür eingesetzt haben. Zurück zur Digitalisierung. Warum sorgt sie für ein deutliches Mehr an Effizienz? Und zwar nicht nur beim Energieverbrauch, sondern ebenfalls bei der Infrastrukturnutzung, beim Lärmschutz und der Verkehrssicherheit. Digital vernetzte Verkehrsteilnehmer kommunizieren sowohl mit anderen Verkehrsteilnehmern als auch mit der Infrastruktur. Und darin ist die Chance, um die es uns ja hier geht, zu sehen. Ein erster Anfang ist bereits auf vielen Bundesfernstraßen zu sehen. Wir alle kennen die Telematikanlagen, die Stau-
und sehr fließenden Verkehr erkennen können und durch neue Geschwindigkeitsvorgaben den Verkehr besser steuern. In Zukunft werden Autos wissen, wer noch auf der Straße ist und wie schnell sich derjenige bewegt. Dadurch kann die eigene Geschwindigkeit angepasst werden, Bremsvorgänge bei Staus hinter einer Kurve eingeleitet werden und vieles weitere mehr. Denkbar ist sogar, dass Fußgänger und Radfahrer mit Fahrzeugen kommunizieren und dadurch erkannt werden. Also auch an Fußgänger und Radfahrer denken wir durchaus. Weniger Staus und Unfälle bedeuten dann nebenbei auch weniger Umweltbelastung und weniger Lärm. Was auf der Straße nützt, ist in der Logistik, dem Schienen-, Luft- und Seeverkehr ebenfalls sinnvoll. Auch hier schlummern durch Digitalisierung Effizienzsteigerungen im Interesse aller. Wie schon gesagt, wir bewegen uns Schritt für Schritt voran. Teildigitalisierungen sind bereits Standard. Im Pkw sind automatisierte Vorgänge bei Automobilanbietern im Angebot und über GPS-gestützte Navigationsgeräte wird schon jetzt frühzeitig über Staus informiert und es werden Ausweichrouten angeboten. Wir sehen ja alle an diesen Beispielen, dass in der Tat diese Fortschritte in der Regel bei der Oberklasse anfangen, dass es mittlerweile aber Angebote sind, von denen alle profitieren können. So gut wie jeder nutzt heutzutage Navigationssysteme. Und das zeigt genau den richtigen Schritt, den wir unternehmen, dass wir jetzt unterstützen, dass diese Technologien in Deutschland eingeführt werden. Trotzdem ist der Weg zum autonomen Auto auch bei uns natürlich noch weit. Und damit es überhaupt so weit kommt, müssen erst die Weichen richtig gestellt werden. Wir brauchen eine Vielzahl an kleinen und großen Maßnahmen, um unsere Ziele zu erreichen. Eines der großen Projekte liegt mir dabei besonders am Herzen und deswegen will ich es hier auch bewusst ansprechen. Galileo ist so eine große Maßnahme. Innerhalb Europas treiben wir ein eigenes Satellitensystem voran, mit dem wir haargenaue Ortsbestimmungen vornehmen können. Außerdem sind wir damit vom US-amerikanischen GPS unabhängig. Und trotz aller Rückschläge kommen wir bei Galileo voran. Ein weiteres großes Projekt ist die Änderung der Wiener Übereinkunft über den Straßenverkehr von 1968. Unser Anpassungsvorschlag von 2014 muss nun von den Mitgliedern angenommen werden. Nur so ist autonomes Fahren letztendlich rechtlich auch erlaubt. Neben weiteren rechtlichen Fragen brauchen wir aber auch noch viele technische Antworten. Wir kennen sie noch nicht, wir müssen aber jetzt bereits vorausdenken. Denn Verkehr in Deutschland hat eine enorme Bedeutung für Industrie und Arbeitsplätze. Wir sind Logistikmeister, Autobauerland, einer der großen Flugzeughersteller und Schiffsbauer. Und genau deshalb ist es ja unser Ziel, Leitmarkt und Leitanbieter zu sein. Wer hierzulande sieht, was möglich ist, der wird unsere Produkte kaufen. Von daher brauchen wir ebenfalls wie bei der Elektromobilität die schon angesprochenen Modellregionen, wo der digitalisiert vernetzte Verkehr greifbar und erprobt wird. Wir haben bereits das bayerische digitale Testfeld A9. In unserem Antrag stellen wir die Forderung, dass auch andere Modellregionen initiiert werden. Für ein Modell, zum Beispiel mit Straßen unterhalb der Autobahn, würde sich aus meiner Sicht vielleicht auch eine Region etwas weiter westlich anbieten. Ich glaube, unser Fraktionsvorsitzender hatte auch schon mal einen Vorschlag dazu gemacht. Ich bin jedenfalls gerne dazu bereit, bei der Suche zu helfen. Nur wenn wir beim Standard setzen, ganz vorne sind, wird unser Standard sich durchsetzen. Das gilt auch für Datenschutz und Datensicherheit, wurde ja schon von vielen Rednern angesprochen. Unternehmen im Markt der Mobilität der Zukunft haben natürlich eigene Interessen, ganz klar. Genauso wenig verboten, wie wenn Unternehmen Profit machen wollen. Diese Interessen heißen vor allem Daten. Unser Antrag setzt die richtigen Akzente und weist meines Erachtens den gangbaren Weg zwischen dem Datenschutzbedürfnis der Europäer und der ja durchaus verständlichen Notwendigkeit für Unternehmen, Daten zu erheben. Deswegen will ich noch mal Ihnen vortragen, wie wir ganz konkret festhalten in unserem Antrag, der Fahrer sollte selbst entscheiden dürfen, wer Zugriff auf seine personenbezogenen Daten hat. Deshalb bedarf das Auslesen bzw. Übermitteln dieser Daten aus dem Fahrzeug einer Erlaubnis. Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Datenübermittlung muss jederzeit möglich und einfach auszuführen sein. Damit, meine Damen und Herren, stellen wir sicher, dass der Bürger die Hoheit über seine Daten behält. Uns sind all die Bedenken, die der intelligenten Mobilität entgegengebracht werden, bestens bekannt. Wir haben es vorhin gehört, die Digitalisierung des Verkehrs würde nicht zur Effizienz beitragen, weil der sogenannte Rebound-Effekt nur dazu führen würde, dass dadurch mehr Verkehr entstünde. Ja, es gibt grundsätzlich diesen Effekt und ja, wir können nicht ausschließen,
dass durch weniger Stau mehr Menschen ihr Mobilitätsverhalten zulasten des Individualverkehrs ändern. Andererseits zeigen solche Kommentare doch auch wieder, wie wenig verstanden wurde. Nachhaltige individuelle Mobilität ist doch zunächst mal nichts Schlechtes. Das prognostizierte Wachstum im Verkehr der nächsten Jahre und Jahrzehnte müssen wir eben nachhaltig gestalten und nicht durch Fahrverbote oder Ähnliches zu verhindern versuchen. Mit diesem Antrag zum bedeutendsten Verkehrsthema der absehbaren Zukunft zeigt diese Koalition, dass wir Antworten auf die dringenden und wichtigen Fragen haben. Und deshalb freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen und bitte schon jetzt um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Steffen Bilger war das für die CDU-CSU-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Sebastian Hartmann für die SPD. Sebastian Hartmann von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nun nicht so, dass die Digitalisierung und damit auch der digitale Wandel stattfindet oder nicht. Er findet statt und jetzt kommt es darauf an, ihn zu gestalten, dass wir also auch Vorteile durch diese Veränderung, die sehr viele in unserer Lebensumwelt, auch in der Wirtschaft, und das Stichwort Industrie 4.0 sei genannt, uns erreichen wird. Und deswegen kann man es sich nicht so einfach machen, wie Teile der Opposition einfach zu negieren, als ob keine Veränderung stattfindet. Aber das ist auch der Hauptunterschied zwischen Ihnen und mir. Ich bin ein progressiver Sozialdemokrat. Für mich bedeuten Veränderungen in der Zukunft auch Verbesserung. Die Zukunft kann besser sein als die Vergangenheit, aber es kommt darauf an, diesen Wandel zu gestalten. Und das tut die Große Koalition, indem sie in ihrem Antrag ganz klar definiert, welche Handlungsfelder es gibt und welche Maßnahmen wir jetzt ergreifen müssen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und derjenige, der behauptet, dass in diesem Antrag nichts Konkretes drinsteht und keine Handlungsfelder benannt sind, der hat ihn wahrscheinlich nicht gelesen oder will es nicht wahrhaben. Aber wir müssen jetzt uns auf den Weg machen, eben die Chancen auch der intelligenten Mobilität zu ergreifen. Und wem das zu schwierig ist, 13 Seiten zu lesen, den kann man es auch etwas einfacher machen. Erstens, wir brauchen als Grundlage digitale Infrastrukturen, damit die entsprechende Netzinfrastruktur. Zweitens, wir brauchen verkehrsübergreifende Strukturen, was Smart-Data-Nutzung angeht, und das qualitätsorientiert und auch interoperabel. Es darf nicht mal darauf ankommen, wo diese Daten entstehen. Und erst auf dieser Basis werden dann intelligente Mobilitätsdienste entstehen. Und die Große Koalition fängt auch nicht bei Null an. Aber wir haben im parlamentarischen Raum es einfach mal zusammengefasst in einem Antrag und bauen auch auf dem auf, was zum Beispiel in nationalen IT-Gipfeln entwickelt worden ist, auch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Das kann man mit der Wirtschaft machen, aber nicht gegen die Wirtschaft, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden diese Rahmenbedingungen gestalten und beides sind große Herausforderungen. Aber wir werden uns auch anstrengen müssen. Und der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat das vor einigen Tagen sehr prägnant beschrieben. Wir werden in den nächsten 10 Jahren Investitionen von 600 Milliarden Euro brauchen. Und er hat es in seinem Modernisierungspakt für Deutschland auch so beschrieben, dass wir allein 100 Milliarden für diese intelligente Netzstruktur zur Verfügung stellen müssen. Das sind ambitionierte Ziele. Aber wer da weiter möchte, dass wir über die 1,7% Wachstum hinausgehen, über die 43,3 Millionen Erwerbstätigen, die wir heute haben, der muss jetzt investieren, damit wir in Deutschland vorne bleiben, meine Damen und Herren. Und die intelligente Mobilität ist ein zentraler Bereich davon. Denn wer Güter produziert, ein moderner Industriestaat ist, wird auch für effizienten Transport sorgen müssen. Güter und Logistik sind hier Stichworte, die zu nennen sind. Wir haben das als Handlungsfeld klar benannt. Und deswegen, wer 50 Mbit als Zwischenziel erkennt, will in Wirklichkeit 500 Mbit haben. Und wenn man eine weitere 5 ergänzen möchte, dann brauchen wir auch den 5G-Standard. Und der ist auch als Ziel, als eines der Handlungsfelder, nämlich das Handlungsfeld D, benannt. Aber man darf die Technik nicht alleine als technische Maßnahme begreifen, sondern es wird im zweiten Feld, und da können wir als Staat ebenfalls handeln, indem wir nicht nur Investitionen anreizen von öffentlicher Hand und auch privaten Investoren, denn auch Akteure außerhalb der öffentlichen Hand müssen sich engagieren, die Marktteilnehmer müssen sich einbringen, sondern wir haben eine zweite Verantwortung als Staat. Wir müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Dazu haben wir der Regierung ganz klar die Unterstützung signalisiert, internationales Recht anzupassen, aber auch einen europaweit einheitlichen Rahmen zu schaffen.
Es wird nicht nur darum gehen, in Deutschland die besten Rahmenbedingungen zu haben, denn wir wollen Leitmarkt sein und damit auch Standards definieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit die Akteure in der Wirtschaft die Chance haben, ihre Produkte auch in einem freien Binnenmarkt, in einem freien Europa und weiter auf der Welt anzubieten. Wir werden auch dafür sorgen müssen, dass nationale Anbieter eben entsprechende Schutzstandards haben, was außereuropäische Mitbewerber angeht. Dafür müssen wir auch den Rahmen schaffen. Und das ist ein zweiter Aspekt, den wir als Staat beim Setzen der Rahmenbedingungen schaffen können. Ich sehe, dass die Zeit abläuft. Das ist digital nachgewiesen. Deswegen möchte ich zusammenfassend zum Schluss kommen. Wer behauptet, dass es keinen klaren Forderungsteil gibt, der hat den Antrag nicht gelesen. Das digitale Straßengesetz ist angesprochen worden, das haben wir benannt. Wir haben die internationalen Verhandlungen mit klaren Wegmarken für die Regierung benannt. Und wir haben als dritten Punkt, und den möchte ich noch mal herausstellen, die Standardisierung und offenen Schnittstellen als zentrale Herausforderung benannt, wenn wir diesen Datensatz entsprechend verfügbar machen wollen. Ich will nicht verkennen, die TU Dresden hat es in einem sehr prägnanten Satz in ihrer Studie, die für das Wirtschaftsministerium und Sigmar Gabriel angefertigt worden ist, zusammengefasst. Wir wollen, dass das Unfallrisiko nicht zukünftig durch das Datenrisiko ersetzt wird. Das können wir gestalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke. Die Rede von Sebastian Hartmann war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Daniela Ludwig, CDU-CSU. Das kann hilfreich sein, auch zur Einhaltung der Redezeit. Also, als nächste Rednerin hat Daniela Ludwig von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern bereits den Jahreswirtschaftsbericht hier im Plenarsaal beraten. Und wir haben ihm entnehmen können, dass unsere deutsche Wirtschaft auf einem soliden, gesunden Wachstumskurs ist. Woran liegt es? Auch das haben wir gestern schon feststellen dürfen. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte hier im Land haben, dass wir gute politische Rahmenbedingungen, Herr Hartmann, geschaffen haben, auch in dieser großen Koalition, dass wir solide Tarifpartnerschaften hier vorfinden, aber natürlich auch eine gute Infrastruktur unser nicht nur Ziel ist, sondern auch das, was wir in den vergangenen Jahren schon erreicht haben. Und wenn wir über eine gute Infrastruktur reden, dann war das in den vergangenen Jahrzehnten immer Straße, Schiene, Luft, Wasser und all das, was man sozusagen befahren konnte und nutzen konnte. Und wer sich aber dem Fortschritt nicht verweigert und wer in die Zukunft schaut, und wer Digitalität und Digitalisierung nicht als Bedrohung sieht, sondern als Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für unsere Jugend, für diejenigen, die bei uns arbeiten und leben wollen, der muss sich natürlich, und das ist das Ziel dieses Antrages, auch mit intelligenter, digitalisierter Mobilität auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wir es gut schaffen, auch in dieser Legislaturperiode einen wundervollen Ausgleich hinzubekommen zwischen Ertüchtigung der Straßeninfrastruktur, der Schiene, der Wasserwege und der Luft. Dass es aber auch und genauso richtig ist, dass dieses Verkehrsministerium auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist. Und liebe Frau Staatssekretärin, Sie haben, wie ich finde, in einem sehr runden Ausblick dargestellt, worum es uns da in den nächsten Jahren auch noch gehen muss. Und deswegen wird Personen- und Warenverkehr für eine Exportnation existenziell wichtig, nicht nur von guten Straßen, sondern auch von einer guten Digitalisierung in unserem Verkehr in jeglicher Hinsicht auch künftig abhängen. Und deswegen sprechen wir heute natürlich über die digitale Vernetzung von Straße, Schiene, Verkehr und Luft. Und deswegen sprechen wir heute auch darüber, dass es Fahrassistenzsysteme geben muss, dass wir auch hochautomatisiertes Fahren voranbringen wollen, dass wir Testfelder geschaffen haben. Ich kann mich gut erinnern, als es hieß, wir machen ein Testfeld auf der A9, da hat der ein oder andere schwer zusammengezuckt und hat irgendwie, ich weiß nicht, Roboterautos fahren sehen plötzlich und ganz fürchterliche Vorstellungen wahrscheinlich vor Augen gehabt. Wenn man jetzt sieht, wie wichtig dieses Testfeld A9 ist, und wie wichtig es ist, dass wir es ausbauen, dass wir es, wie der Kollege Jatzombek gesagt hat, nicht nur auf der Autobahn versuchen, sondern auch im innerstädtischen Verkehr die Potenziale dieser Technik zu nutzen und zu heben versuchen,
dann glaube ich, der wird feststellen, dieses Testfeld war richtungsweisend für die nächsten Jahre, richtungsweisend auch für den deutschen Verkehr. Und deswegen haben wir uns dazu bekannt in unserem, wie ich finde, sehr, sehr guten und sehr ausführlichen Antrag dazu, dass wir weitere Modellregionen ausweisen wollen. Und da kann ich heute nur dazu aufrufen, sich Gedanken darüber zu machen, wo diese denn sein können. Und das dient nicht nur einem besseren, flüssigeren Verkehr. Das dient nicht nur der Lärmreduktion, über die wir uns gestern ja auch im Bereich der Schiene so lang unterhalten haben und wo wir als Koalition, aber auch als federführendes Haus ein ganz großes Augenmerk darauf legen, sondern es dient natürlich auch dem Umweltschutz. Und deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, dass sie es sich so leicht machen mit so miesepetrigen, verneinenden Reden, die sich überhaupt ganz offenkundig nicht mit unserem mehrseitigen, sehr, sehr guten Antrag auseinandergesetzt haben. Ich kann nur sagen, ich bin dem Verkehrsminister sehr dankbar, dass er den runden Tisch automatisiertes Fahren ins Leben gerufen hat und diesen auch weiterführen wird. Ich bin sehr dankbar für das Forschungsrahmenprogramm Selbstbestimmt und sicher in der digitalen Welt. Also auch hier, sage ich mal, sieht man schon, wir schauen in die Zukunft, wir verneinen den Fortschritt nicht, sondern wir stellen uns ihm und wir versuchen, das Beste daraus zu machen für uns und für unsere Kinder und Enkelkinder. Und deswegen sage ich, der Modernitätsfonds, auch der Projektplan Straßenverkehrstelematik weist in die richtige Richtung, hat unsere volle Unterstützung. Und wir wollen uns als Koalition nicht nur auf Regierungshandeln verlassen. Und das bitte schön auch als Antwort auf diejenigen, die sich gewundert haben, warum das jetzt eine Parlamentsinitiative ist, sondern wir wollen mitmachen und mitgestalten. Wir danken für die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Ministerien. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel vor uns, dieses weite Feld zu erschließen. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und auf weitere gute Ideen, die wir auf jeden Fall als Koalition gerne einbringen werden. Dankeschön. Die Rede von Daniela Ludwig für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihr jetzt Annette Savade für die SPD. Als letzte Rednerin in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Publikum auf der Tribüne. Vieles wurde von den Kolleginnen und Kollegen bereits zum Thema intelligente Mobilität fördern gesagt. Ja, es stimmt. Wir haben allein im letzten Jahrzehnt einen technischen, präzise einen digitalen Wandel erlebt, der weitreichender und umfassender ist als die vielen technischen Innovationen bevor. Der Einzug des Fernsehgerätes in den 50er Jahren in die Wohnzimmer unserer Nation war offenkundig für die Gesellschaft nicht so komplex und in allen Lebensbereichen wirksam wie die Verbreitung des Internets und der Digitalisierung im 20. und 21. Jahrhundert. Wir reden heute über 5 Trends, die unsere Gesellschaft prägen. Das sind Globalisierung, demografischer Wandel, Urbanisierung, Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit. Unser Antrag Intelligente Mobilität fördern zeigt im Bereich der Mobilität Lösungsfelder auf. Die Digitalisierung der Verkehrssysteme, die dazu notwendige Weiterentwicklung der Technik und flexibles Management. Soweit die Theorie. Aber wir, Politik und Industrie, wollen und müssen jetzt auch praktisch tätig werden. Und da gibt es auf allen Bereichen und allen Gebieten Handlungsbedarf. Ich beschränke mich heute auf das Beispiel Schienengüterverkehr. Bei der Mitgliederversammlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen dieser Woche wurde er daran erinnert, welche letzten Innovationsdurchbrüche im Schienengüterverkehr es bei der Bahn gab. 1903 kam die durchgehende Druckluftbremse bei Güterzügen zum Einsatz. Ab 1911 wurde dann auf elektrische Traktion umgestellt, ist bis heute noch nicht um 100% umgesetzt. Was ist zu tun in den nächsten 100 Jahren? Das Güterverkehrsaufkommen steigt in Deutschland und Europa und führt bereits heute zu Infrastrukturengpässen. Zugleich aber sollen Verkehr und Logistik nachhaltiger und energieeffizienter sein. Und das passt nur zusammen, wenn es ein Umdenken und Umlenken der gesamten Konzeption gibt. Es ist schon lange unser erklärtes politisches Ziel und Inhalt des Koalitionsvertrages, mehr Güter auf die Schiene zu bekommen. Dazu müssen die Ressourcen dieses Transportweges besser und effizienter genutzt werden als bisher. Leerfahrten, Wartezeiten, Lärm und nationale Sonderbestimmungen sollten der Vergangenheit angehören. Wie könnte das gehen? Zum Beispiel autonomes Fahren beim Rangieren von Güterzügen und später ein Ausweiten auf den Personenverkehr. Es gibt im Nachhinein, mein Kollege Rimkus hat es ja erwähnt, schon diese Züge. Allerdings wollen wir, das bitte ich zu beachten, oberirdisch bleiben und nicht überirdisch werden, wie leider im Antrag fälschlich formuliert.
Es sind die geltenden Gesetze zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Darüber hinaus gibt es einen enormen Bedarf für eine einheitliche Regelung von Sicherheitstechnik. Allein rund 20 verschiedene Zugsicherungssysteme gibt es in der EU. Unser Schienengüterverkehr bewegt sich aber nun mal nicht nur in Deutschland, sondern über die Grenzen europaweit hinweg. Der intelligente Güterwagen von morgen sollte mit einem System ausgestattet sein, das Daten ermittelt, speichert und verarbeitet. Diese Intelligenz setzt allerdings Kommunikationsplattformen hervor und voraus, die einwandfrei und schnell funktionieren, Stichwort Mobilfunk 5G. Ohne ein System, das EU-weit sicher und verbindlich funktioniert, brauchen wir über Innovationen wie zum Beispiel fahrerlose Züge gar nicht zu reden. Ein kleines Beispiel: In der westaustralischen Pilbara-Region gibt es ein interessantes Projekt. Die Firma Rio Tinto setzt dort seit letztem Jahr autonome Züge ein, zum Teil mit über 300 Wagen pro Zug, für den Transport von Eisenerz. Überwacht wird das Ganze im 1500 Kilometer entfernten Perth. Die gesamte Strecke bis zu den Häfen im Nordwesten wurde digital aufgerüstet, Bahnübergänge mit aufwendiger Überwachungstechnik ausgerüstet. Natürlich können wir die Lösungen in Australien und den USA nicht mit unseren Gemischtverkehren in Deutschland vergleichen. Aber gerade deshalb sind hier beste IT-unterstützte, intelligente und flexible Systeme gefragt. Auch die Berufsbilder der Branche werden sich wandeln. Dabei müssen wir Politikerinnen und Politiker jedoch auch die Menschen und ihre Arbeitsplätze im Blick behalten. Deshalb, wir dürfen Forschungseinrichtungen nicht abbauen, sondern aufbauen und dringend werben, dass sich unsere Jugend für eine Ausbildung als Ingenieurin oder Ingenieur entscheidet. Gilt auch an die jungen Menschen hier auf der Tribüne. In Sachen technische Innovationen gäbe es viel aufzulisten, ob besserer Informationsaustausch zur Bündelung von Transporten, Durchgänge, Elektrifizierung vom Start bis zum Ziel, Multimodalität und elektronische Prüf- und Zulassungsverfahren für mehr Effizienz, mehr Kapazität, mehr Flexibilität und auch weniger Kosten. Vorausgesetzt, sie werden entwickelt und kommen zum Einsatz. Wir brauchen den intelligenten Güterwagen und eventuell auch einen Masterplan zur Stärkung des Güterverkehrs, die Schiene 4.0. Wir müssen die intelligente Mobilität vorantreiben, weil wir sie brauchen, um effizienter und umweltschonender transportieren zu können. Wir sind schon mittendrin, aber wir werden und müssen weiterentwickeln, ausprobieren und vor allem umsetzen. Ich schließe mit dem ersten Satz unseres Antrags. Die Zukunft der Mobilität in der digitalen Gesellschaft hat bereits begonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Soweit die Rede von Annette Sawade für die SPD-Fraktion. Und das war auch hier die Debatte zum Thema intelligente Mobilität. Dieser Antrag wird jetzt in die Ausschüsse überwiesen, dort weiter beraten. Und dann kommt er hier wieder hervor zur zweiten und dritten Lesung.